Halli und Hallöchen zu Final Fantasy 14 Part 54, musste ich noch mal kurz nachgucken, weil ich mir nicht sicher war. Und Zielort. Ich warte und warte und warte. Ein Fangeisen und ein Pfeil. Das stammt sehr wahrscheinlich von Wilderern, aber dass Pavas Bande dahinter steckt, ist damit noch nicht bewiesen. Und diese alte Medflasche bringt uns schon gar nicht weiter. Ein verdrecktes Überbleibsel aus einer Zeit, als Buscarons Horst noch gar nicht existierte. Sever? Wer ist denn eigentlich diese Pava? Pava Moyuk, die Anführerin der berüchtigsten Wildererbande des Finsterwalds. Sie ist eine Meisterin des Bogens und führt ihre Mikote-Meute mit strenger Hand. Sie wurde einmal fast gefangen, aber sie überlistete den unerfahrenen Wachposten und verschwand ohne jede Spur. Das ist alles. Ach, tatsächlich? Jedenfalls haben wir jetzt lange genug nach Hinweisen gesucht. Woher wissen wir, ob diese Pava überhaupt hier war? Ich würde sagen, wir überlassen das Ganze dem Klageregiment oder Nofikas Schar. Berüchtigt oder nicht, Wilderer zu jagen ist nicht unser Bier. Bier? Das ist sehr wohl unser Bier. Es geht um die Sicherheit unseres Waldes. Wir müssen diese verschlagenen Schädlinge aufhalten. Aber das versteht eine wie du wohl nicht. Dein Stamm zieht ja auch rastlos umher und jagt alles, was ihm gerade vor dem Bogen läuft. Wie kannst du nur sowas sagen? Und was ist mit Aladi? Stellst du die etwa auch auf eine Stufe mit gemeinen Wilderern? Das würde mich schon mal interessieren. Siehst du, sie weiß nur zu gut, dass ich recht habe. Ihr Schweigen spricht Bände. Jetzt sag doch endlich was, Aladi! Ganz genau, wir haben jetzt keine Zeit für sowas, Mondkalb. Also sehen wir uns die Hinweise doch näher an, die wir gesammelt haben. Gut, aber was gibt es da zu sehen? Das Fangeisen und der Pfeil sind zwar von Wilderern, aber sonst ganz gewöhnlich. Oder was denkst du, Aladi? Was soll ich mir jetzt angucken? Ich glaube den Wilderer-Pfeil. Den haben wir doch schon lang genug betrachtet. Ein stinknormaler Pfeil. Toll. Da bleibt eigentlich nur noch die Metflasche, oder? Und über was haben sie da jetzt nochmal mit dem Fangeisen gequatscht? Habe ich schon wieder vergessen. Egal, ich schaue mir die Metflasche an. Trägst du die dreckige Flasche immer noch mit dir herum? Ich sag dir doch, die ist nicht aus dem Horst. Sie hat nichts mit der Sache hier zu tun. Das ist doch irgendwie seltsam. Findet ihr nicht? Woher kommt sie denn dann? Und wenn sie so alt ist, warum sieht es so aus, als wäre sie erst kürzlich geöffnet worden? Soweit ich mich erinnere, hat Buscaron schon früher Met und Bier gebraut, noch vor der Katastrophe. Er war als Wache hier in der Nähe stationiert und hatte seinen eigenen kleinen Vorrat. Buscarons Narbe genau. So nannte er seinen Wachposten. Lust nichts wie hin. Vielleicht finden wir dort Spuren von Pavas Bande. Nichts wie hin. Ich bin so glücklich. Die Frage ist nur, wo ist denn es? Da. Wo laufe ich denn hin? Okay. Da muss ich hin. Jetzt. So ein Chocobo wäre schon was. Ich will auch einen. Spur der Wilderer. Und einen Opfergegner. Krieg für den Schläger. Immer esse ich was. Ich muss das unbedingt auch umändern. Diesen Mannstopper. Das nervt mich ein bisschen. Weil
ich hab nur mein Essen verschwendet. Weil ich aus dem auf den falschen Knopf krieg. Dann stellt sich mir doch nur die Frage. Was machen wir jetzt gleich? So, wir haben dann den Mannstopper. Den hauen wir hier hin. Und jetzt nehmen wir die wütende Attacke. Und die haben wir hier hin. So, haben wir kurz ausgewechselt. Ist das dein Ernst oder was? Kurz vor meinem Sieg hat er mich noch versucht anzugreifen. Und er hat es geschafft. Das geht ja mal gar nicht. Für diesen Inhalt sind nur Charaktere bis Stufe 24 zugelassen. Falls deine höher ist, wirst du automatisch auf Stufe. Okay. Bin dabei. Irgendwas gefunden? Überall Fußspuren, ganz sicher von Mikotes Schuhwerk. Die Spuren sind ganz frisch, sie haben uns vielleicht kommen hören und sind geflüchtet oder sie sind ganz in der Nähe. Deckung! Sowas. Ich dachte, wir hätten wieder ein paar von diesen kläglichen Maskenträgern erwischt. Nicht, dass ich mich beschwere, sein Gesicht zu verstecken, ist verdammt nochmal unhöflich, wenn jemand mit dir spricht. Und wo wir gerade über Manieren reden, meine Süßen, das gehört sich überhaupt nicht, im Haus einer Dame herumzuschnüffeln. Das Pack will uns über Manieren belehren, ich fasse es nicht. Sie sind in der Überzahl, wir teilen uns besser auf. Ja, ich würde sagen, das ist... Die Anführerin gehört mir. Ich werde sie von der Gruppe isolieren. Euch beide überlasse ich die Stellung hier. Wird gemacht. Jetzt gibt's ein Battle. Ein Fight. Was macht mir Silverda eigentlich für Faxen? Ich dachte, das ist so ein toller Bogenschütze, der überhaupt nichts braucht. Da habe ich schon 5 Gegner besiegt und der ist nur beim ersten. Da ist ja noch eine Jägerin da hinten. Die hole ich mir natürlich jetzt. So ein Schandfall können wir überhaupt nicht brauchen. Jawohl, ich habe beide getroffen. Das ist sehr gut. Fallsäule ist, also wie wir jetzt feststellen konnten, eine Attacke, die mehrere Gegner trifft. Das ist sehr gut. Weil er das immer nur beim ersten Gegner. Ich habe schon ungefähr 10 Stück jetzt. Und den nächsten. Da ist natürlich wieder ein Bogenschütze da. Und eine Heilerin, die will ich mir natürlich als erstes nehmen.
Böse. Das war übelst. Der hat sie überhaupt nicht drauf. Der will mir irgendwas erzählen. Das war's wohl. Wir haben sie alle erwischt. Und wo ist das Mondkalb? Hier lang. Mach schon. Das war eine verdammt schwache Vorstellung, Schwester. Du nennst dich Mondstrahler, ja? Ein Jäger ohne Krallen ist nichts weiter als wehrlose Beute. Nein, bitte! Oh, schade. Zeit abgelaufen. Wir sehen uns wieder, mein Schatz. Ist ihr Ernst? Die Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Was soll denn der Scheiß? Das ist ja toll. Das ist toll. Das heißt, ist mir auch noch nicht passiert. Das ist natürlich richtig genial. Kann ich warten, Mann. Ich hab keine Zeit für Wartereien. Wie lange dauert denn das noch? Das ist doch, ist das hier verfickter Hurenscheiß? Toll. Ich will einfach nur den... So, jetzt. Und jetzt? Ich konnte nichts gegen sie ausrichten. Sie war einfach zu gut. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah ja, okay. Dann gehen wir mal zum... Wie er auch immer heißt. Wie heißt er denn? Buscaron. Was? In meiner alten Hütte? Und sie haben meinen Met getrunken? Bei allen sieben Höllen? Es ist wohl Zeit, die Obrigkeit einzuschalten. Ich werde Nachricht an das Klageregiment und Novikas Schar senden. Es wird den Rotbauchwespen nicht passen, aber reden hilft hier sowieso nicht mehr. Ihr habt Pava ordentlich Feuer unterm Hintern gemacht, aber sie ist keine Närrin. Sie wird sich aus dem Staub machen, noch bevor der Tag vorüber ist. Trotzdem danke für eure Hilfe. Ihr wart klasse. Wollt ihr einen Tee? Na gut, dann richtet Luciane aus, dass ihre drei Schützen beste Arbeit geleistet haben. Ja. Toll. Ich teleportiere mich jetzt mal kurz nach Neugridania. Und damit war's das für Part 54. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Like, kommentiert, abonniert. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Part.